Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Gold Cap. Vielen Dank, dass du wieder reingeschaltet hast. Und heute geht es um die Sniper-Taktik. Wie mache ich mir eine Taktik, um vor allem mit wenig Gold am Anfang mehr Gold zu machen? Denn wer meine Sniper-Videos sonst so kennt, wenn ich BOE snipe etc., erstens mal bekommt man dann nicht sehr viele. Das heißt, man muss eine ziemlich lange Zeit warten, bis man sowas bekommt. Und zweitens mal kann es passieren, dass so ein BOE, auch wenn man es noch günstig sniped, 80.000 Gold, 60.000 Gold, 50.000 Gold wert ist. Und dieses Gold haben wir einfach nicht. Das heißt, wir können uns das Zeug gar nicht leisten. Deswegen möchte ich euch heute mal eine kleine Sniper-Taktik vorstellen und auch, wie sich meine Taktik jetzt über die Zeit, über die letzten 3 Tage schon geändert hat und jetzt weiter ändern wird. Und zwar haben wir hier bei unserem Sniper Gebots-Sniping. Ich zeige euch das mal. Ihr könnt auch Sachen, die kurz vorm Auslaufen sind, mitbieten. Ja, das seht ihr gleich im Briefkasten. Ich habe mir da sogar 3 Pads theoretisch. Ich glaube, ich habe eins schon im AH. Nee, okay, vielleicht ist noch. Muss ich mal gucken, wo das ist. Ich habe eigentlich auf 3 Pads geboten, aber 2 habe ich auf jeden Fall bekommen. Ja, die sind aktuell 65 Gold wert und ich habe sie für 1 Silber bekommen. Ich gehe aber davon aus, dass ich die nicht so schnell verkaufe. Das heißt, das ist eher so eine, sage ich mal, langfristige Investition. Aber aus 1 Silber 60 Gold zu machen, ist okay. So, dann haben wir unseren Sofortkauf-Sniper. Und ihr seht es vielleicht in meinem Briefkasten und auch hier in meinen Taschen. Auf was biete ich denn zurzeit? Ja, auf alle Dinge, die irgendwie aktuelle Mats sind und günstig sind. Ja, ich habe nicht viel Gold. Mit 5000 Gold kann ich nicht viel anstellen. Aber ich kann trotzdem ein bisschen etwas kaufen. Ihr seht hier die Gebote. Ja, ich wurde natürlich auch überboten und musste wieder weiterbieten. Dann habe ich hier fleischige Keule verkauft. Mittleres Balk. Das war noch von unserem Totemwerfer. Ich denke mal, ich werde so 500 Gold wieder auf Totemwerfer schicken. Also auf unseren anderen Level-Char. Weil wir gesagt haben, ich tue die ganzen Sachen, die ich mit ihm farm, extra verkaufen. Ich habe auch alles wieder zurückgesendet an BOEs etc. Hier sieht man mittleres Leder, das kommt auch von Totemwerfer, das habe ich nicht gesniped. Aber hier rasender Tigerfisch, die habe ich gesniped. Salziges Fleisch, schleimige Makrele, Tierergardebarsch. Das sind alles so aus auch von meiner Website habe ich ja die Gruppen drauf. Von meiner Standardoperation, bestickter Tiefseesatter, Eulenauge. Dieses ganze Standardzeug, ja. Mit dem mache ich aktuell mein Gold und ihr seht, wenn wir das jetzt hier rausholen, ich hoffe, ich habe lang genug Zeit gelassen, dass man sich's anschaut, was alles ist. Habe ich jetzt schon 10.000 Gold gemacht? Das können wir auch öffnen, das sind einfach nur die Auktionen. Wir haben 10.000 Gold und ich bin wirklich stolz drauf, denn jetzt können wir langsam shiften. Das heißt, wir können jetzt langsam uns begeben von einer Welt, in der wir am ersten Tag nur Sachen von Totemwerfer vertickt haben, weil wir hatten ja nichts. Am zweiten Tag und am dritten Tag haben wir mehr oder weniger ganz normale Materialien gesniped und der ein oder andere von euch fragt sich sicher, warum snipest du denn kein Kupfererz etc.? Das Problem ist, dass diese alten Erze und so, die sind super gut zum Snipen, kann man echt auch mal probieren, aber die shiften viel zu krass. Das heißt, die sind vielleicht morgens 2 Gold wert, mittags sind die 20 Gold wert und abends sind die 60 Gold wert und am nächsten Morgen sind die 30 Silber wert. Und da wir selber noch nicht wirklich viel Kohle haben, um uns irgendeinen Markt zunutze zu machen und den selbst komplett aufzukaufen und damit zu spielen, müssen wir Dinge benutzen, bei denen wir bei denen wir sehen können, dass wir Gewinn machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit so einem Marktpreis da rangehe und ich kaufe etwas und ich kaufe es theoretisch zum halben Preis, wie es eigentlich gerade wert ist, und in einer halben Stunde ist es aber der aktuelle Preis, das heißt, es wird billiger und dann mache ich keinen Gewinn mehr, dann bleibe ich auf den Materialien sitzen oder mache sogar Verlust und das wollen wir natürlich nicht tun. Also fokussiere ich mich auf die aktuellen Mats, die gehen sehr schnell weg. Und deswegen bleibt da der Preis immer ungefähr gleich. Er geht natürlich auch hoch oder runter, aber eher in einer längeren Zeit, auf lange Zeit gesehen und nicht einfach innerhalb von einer Stunde von 1 Gold auf 100 Gold. Das passiert sehr selten. Da muss dann einer wirklich was auskaufen. So, das war die Taktik bis jetzt. Jetzt möchte ich mir eine neue Gruppe bauen. Ich denke, das werde ich nachher kurz im Stream machen, mit euch auf Twitch. Werde ich mir eine neue Gruppe bauen. Ich werde die dann natürlich auch nochmal vorstellen, wo wir jetzt andere Dinge auch einkaufen. Wir brauchen jetzt noch andere Sachen wie nur Materialien, denn wir haben jetzt 10.000 Gold und jetzt kann es langsam weitergehen. Ich schaue da gerade auf Dinge wie
Transmog vielleicht, ja, das wird nicht schnell weggehen, aber damit können wir eventuell mal ja, uns was aufbauen. Schlussendlich ist Snipen oder allgemein Gold machen im Auktionshaus, wenn man es so macht wie ich, nur eine Frage des gelisteten Goldpreises. Ihr seht hier aktuell, wir haben für Sachen für 4000 Gold im AH und das ist viel zu wenig. Wir wollen das hier richtig aufblasen. Wir wollen so viel wie möglich Sachen bekommen für so wenig wie möglich Preis, ist klar. Und wir wollen das so richtig, richtig aufblasen. Wir wollen nicht nur irgendwelche Mats haben. Wir wollen Mats haben, wir wollen Transmogs haben. Wir wollen sogar, wenn wir später mal ein bisschen Gold haben, vielleicht mit Glück noch einen Mount bekommen. Wir wollen Pets haben. Wir wollen alles Mögliche haben, damit wir so eine große Basis. Und jetzt kommt eigentlich wieder das, was ich in meinem letzten Farm-Video vom How to Gold Capture gesagt habe. Wir wollen eine Basis eröffnen. Das heißt, wir wollen so breit wie möglich wollen wir uns aufstellen und mit dieser Basis wollen wir quasi wachsen. Wir wollen überall an jedem Markt wollen wir immer mehr gewinnen. Ja? Heute haben wir Sachen für 4.452 Gold im AH und es sind nur drei Sachen. Sieht man auch hier, salziges Fleisch und diesen Wirkul-Runenstab zweimal. Das ist alles, was wir haben. Und ich möchte mein Ziel setzen, dass wir nächste Woche Sachen für 50.000 Gold im AH haben. Wir müssen keine 50.000 Gold haben, nein. Aber wir müssen unseren Auktionswert, also wie viel wir im AH quasi drin haben, müssen wir unbedingt aufblasen. Und das möchte ich jetzt euch mitgeben, auch auf den Weg. Wer sich dieses Video anguckt, wer selber vielleicht am Gold machen ist, Gold machen möchte, schaut euch jetzt auch mal noch andere Märkte an, wenn es bei euch in einem Markt läuft. Nehmt euch einen anderen. Das muss jetzt nicht wie bei mir Transmog sein. Ich möchte es einfach mal wieder probieren. Ich liebe Transmog. Ich finde es eine lustige Art und Weise, Gold zu machen. Ich bin damit schon sehr oft auf die Schnauze gefallen, aber habe auch schon wirklich schöne Momente erlebt, wo ich viel Gold machen konnte. Und ja, ich denke auch, dass wir mit unserem Farmchar bzw. mit unseren Chars an sich müssen wir auch gucken, wie wir da weiterkommen und was wir in Zukunft farmen werden. Vielleicht werden wir auch dort die Richtung von Transmog einschlagen. Aber wie ich euch erzählt habe, unabhängig. Das heißt, im nächsten Video geht es dann nicht um den Sniper und wie wir da weiterkommen, sondern ich glaube, im nächsten Video möchte ich euch erstmal zeigen, was machen wir mit unserem Char, wo wir farmen wollen. Machen wir uns noch einen neuen Char, zum Beispiel einen Demon Hunter, der hätte ein höheres Level. Da kann man dann auch leichter in die ganzen Instanzen rein. Oder leveln wir einfach unseren Main Char weiter und farmen Erze, Kräuter etc. Schauen wir mal, wie wir da weitermachen. Das ist auf jeden Fall Thema vom nächsten Video, weil bei unserem Farmchar, den haben wir jetzt natürlich wenig gespielt, läuft es noch nicht so gut. Da haben wir noch keine 10.000 Gold, da sind wir, glaube ich, gerade bei 1.000 Gold oder so. Lasst euch einfach überraschen, im nächsten Video werdet ihr sehen, wie weit wir damit sind. Und ja, ich sage nochmal danke fürs Zuschauen. Nehmt euch das bitte zu Herzen. Versucht einfach, die Dinge, die ihr jetzt schon habt, auszubauen. Versucht noch einen neuen Markt zu finden. Sobald ihr 10.000 Gold erreicht habt mit eurem Sniper-Char oder halt mit eurer Methode, einfach ab 10.000 Gold, kleines Ziel setzen, könnt ihr froh sein, stolz sein, ihr habt 10k geschafft, das ist echt schon mal schön. Und jetzt könnt ihr weitermachen, versuchen, euch breiter aufzustellen, damit diese Summe hier drin, und das ist auch egal übrigens, ob man farmt oder sniped oder sonst was macht, diese Summe der gelisteten Auktionen, wenn die höher wird, dann habt ihr auf jeden Fall auch ein höheres Potenzial, Gold zu machen. Ist ganz einfach, ja. Und deswegen, glaubt mir, Leute, probiert das mal, versucht einen neuen Markt anzufechten. Zu auszuprobieren und ich werde, glaube ich, heute mal Transmog, wie gesagt, testen. Schauen wir mal. Ich sage auf jeden Fall bis zum nächsten Mal oder im Stream. Wir sehen uns, Leute. Haut rein. Ciao.